Der gezielt das Beinchen hebt, aber sowas von. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Was soll ich ihn kennen? Community, ihr seid gefragt. Okay. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Ich verbinde Boudoirs mit femininer Eleganz, mit gewissem Biss, mit Krallen sozusagen. Das passt hervorragend zu Kabarett. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Nein, er ist bestimmt schwer beschäftigt. Ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ja. Macht sogar im Hasen Konkurrenz. Extrem höflich zu den Leuten war. Ja, brennen im ewigen Feuer. Okay. Ach, Rittersporn. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Kein Wunder. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Ja, das ist mal eine gute Frage. Das frage ich mich auch immer wieder. Ich trete die Tür ein. War
warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Warum hast du dann die ganze Zeit gegen die Tür geklopft, du Idiot? Gut, suchen wir den Schlüssel. Ja, war ja klar, ihr seht ja mit dem Hexer Sinn machen muss. Nicht hier. Schlüssel. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht allein. Ich auch nie von meiner Frau. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio. Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Ching, ching! Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Zwei Drittel der Kerle denken so, Schatz. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück. Ich muss im Ganzen übersetzt für die, die es nicht verstanden haben, durch die Blume sagen, es ist ein Arschloch. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Okay, schon. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Trink, es wird schon Abend. Es wird schon Abend? Wir haben es gerade gleich 9 Uhr, du Idiot. Ja. Wenn er Nachtschicht hat, ist es was anderes. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Gut, also ich. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Passierschein? Das wirst du bereuen, Mutant. Mund halten und kämpfen. Sag mir, was du willst. Verdammt. Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer. Auf dem Anwesen der Wegelbut. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ja, du hast die verkehrte Sprache benutzt. Mei, das ist heute ein Laufespiel hier. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, das Gammler. Ordnung muss sein. Na, dann zieh dir endlich mal die Hose hoch. Außerhalb. Da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Schon erledigt. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Bin gerade am Überlegen. Mache ich das Rennen für ihn oder gebe ich ihm einfach die Kohle? Ich bin raffgierig, ich bin geizig. Alisea versteht mich. Sie versteht mich ganz und gar. Sie sagt, sie ist die Einzige, die eins sagt. Ich hab dich lieb. Meine Frauenfiliale, gib ihm das Geld. Was sagt Günther? Meine Mutter ist ja auch ganz genau. Sagt auch an. Top. Oh, wir gehen reiten. Fertig. Meine Schwiegereltern haben entschieden. Ich nehme teil. Du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir. Jetzt muss ich sowas von böse verkacken beim Reiten. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Los, lauf! Plötzlich hat er einen Scheißstart. Plötzlich ist der Bär. Plötzlich ist der Bär.
eigentlich jetzt schaffen von der Ausdauer noch. Das ist nämlich ein knappes Ding. Ja, haben wir wieder Ausdauer. Danke. Plötzlich ist er best. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Bei Rosmarin und Thymian denke ich immer an das Lied. Von Faun. Nein? Nee, war nicht der Teleporter durch. Ein bisschen mit Thymian geritten. Mit Thymian, mit Plötzlich geritten. Mann! Ich auch. Was ich auch. Nicht kennen oder weißt, welches Lied ich meine? Bodyboard. Bodyboard. Pflicht. Wo gehst du hin? Ich bin alles so leicht. Weiß ich, welches Lied du. Ah! Okay. Weißt du, dieses Lied, ich meine. Sehr schön. Fangen wir im G-Dur an und... Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Gefällt es dir nicht? Aber ich dachte, ein Boudoir würde ganz auf deiner Linie liegen. Oh, du hast es ausgewählt. Nein, ich sage nicht, dass es schlecht ist, nur anders, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ja, wäre es mit deinem Arschstil gewesen, wäre es was anderes gewesen. Du hast absolut recht. Ein Boudoir ist die ideale Kulisse für ein Kabarett. Was ist mit Trautleck? Hast du die Plakate bekommen? Statt dessen einfach seine Meinung zu vertreten. Meine Güte, sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Wieso seid ihr so nass? Du weißt, draußen regnet, obwohl die drinnen. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett. Oder haben sie jetzt die ganze Zeit? Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Oh, ja, mächtig. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Naja, für Rittersport. Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schalen. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir.